Hallo, meine Lieben, da bin ich wieder. So, heute habe ich schon Vorarbeit geleistet. Und zwar bin ich quasi bis fast auf die Grundmauern runter. Also da ist wirklich nur noch so ein ganz bisschen Restmaterial bei einigen drauf. Ihr habt das schon am Titel des Videos gesehen, ne? Ach, dass niemand weiß. Genau. Und dazu kommen wir jetzt auch. Und zwar werde ich heute wieder mit unseren beliebten Full-Cover-Tipps arbeiten, aber diesmal etwas anders. Ich möchte euch nochmal eine andere, ja, was heißt, Variante zeigen. Habe ich mir so überlegt. Ihr wisst ja, ihr könnt die, diejenigen, sag ich mal, die jetzt mit Acryl arbeiten wollen, oder in dem Sinne, ich befestige die ja eigentlich immer ganz gerne mit Acryl. Ich habe jetzt meine schon quasi soweit vorbereitet. Ich habe sie alle gekürzt, alle soweit runtergeholt. Also das ist wirklich nur noch ein ganz, ganz minimaler kleiner Rest da drauf. Ansonsten bin ich wirklich bis auf dem Naturnagel runter. Habe die natürlich auch schon desinfiziert natürlich. Das ist im Moment natürlich ganz wichtig. Brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Immer vorher. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr so lange dran rummachen. Und zwar mache ich heute mal, ich habe euch mal einen Musternagel vorbereitet. Und wie ihr seht, ups, seht ihr gar nichts, weil er runterfällt. Schalte mal scharf. Wie das immer so ist. Glitzi, glitzi. Sieht das nicht mega gut aus? Ja. Ich bin überlegen, ob ich eine Farbe mache oder mehrere Farben. Ich habe ganz fantastische Glitter da. Und dann hatte ich so eine Idee. Ich habe nämlich auch noch dieses wunderschöne Türkis. Glitzert in allen Farben. Ich habe mal Bock auf Glitzer. Ich bin ja sowieso so eine alte Glitzertante. Ob ich da verschiedene Farben mache. Man kommt aus dem Funkeln nicht mehr raus. Ich habe auch noch so mit Rosé habe ich noch hier. Ob man da einfach verschiedene Farben macht. Obwohl dieses Blau hier, wenn man sich das so vorstellt, das sieht natürlich mega genial aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, wenn das verschiedene Farben sind, weil das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das passt auch noch wunderbar jetzt so in diese Jahreszeit mit rein. Ich glaube, ich werde bei der Farbe bleiben. Das ist nämlich diese hier. Und wie ich das jetzt anders mache, normalerweise kennt man ja, ne? Full-Cover-Tipps befestigen etc. Aber ich werde mir die nämlich jetzt vorher vorbereiten. Ich habe mir hier mal, ich werde die natürlich jetzt nicht so lang lassen, ich habe sie mir vorne schon absichtlich vorher ein bisschen gekürzt und werde jetzt mir diesen Tipp nehmen. Nehme mir, ich sage euch auch dazu, das Crystal Clear von Andrea Bode. Also von Blossom Nail Couture. Ich liebe ja dieses Gel, das wisst ihr ja. Weil das kristallklar wirklich aushärtet. Also wirklich nur eine Minischicht. Und zwar unten in den Tipp. Nicht oben, sondern unten rein. So, dass sich das schön verteilt hier. Dann nehme ich mir meinen Pinsel, meinen Glitter und trage mir den auf das Gel auf. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen Glitter machen.
weil ich fand dieses jetzt hier einfach so toll. So natürlich, dass seitlich nichts übersteht. Wir machen den jetzt einmal hier zusammen. Und ihr seht so schon, wie das funkelt. Wenn da jetzt noch ein paar drin rumglittern, sage ich mal, die nachher übrig bleiben, ist es nicht so schlimm. Sollte schön flach anlegen. Ich habe mir jetzt hier so einen Fächerpinsel genommen, damit das auch wirklich überall sich schön flach anlegt. Das sind ja so wie so kleine Mini-Pailletten sind das. Aber die funkeln in den tollsten Farben und ich mochte das so leiden. Und das gebe ich jetzt so wie es ist zum Aushärten in die Lampe für 60 Sekunden. Ich hole euch gleich wieder dazu. So, da bin ich wieder. Es ist jetzt ausgehärtet. Und jetzt nehme ich mir mal hier so ein kleines Bürstchen, entferne noch, aber da kommt eigentlich nichts mehr raus. Ja, doch minimal, aber okay. So. Ihr wisst ja, was mit Glitzer passiert, ne? Darf nur, muss nur aufpassen, dass ich hier nicht alles umschmeiße. So, und jetzt werde ich euch den, das einmal zeigen. Das heißt, ich nehme mir jetzt ein Clear und meine... Also ich habe übrigens jetzt hier wieder die Mandeltipps genommen, nur für eure Information. Ich habe hier noch ein ganz bisschen drin, das kann ich noch nutzen. Ich brauche das ja wirklich nur zum Befestigen. So. Pinsel, arbeite ihn mir gerade einmal ein. Jetzt muss ich mir gleich vielleicht noch mal ein bisschen was nachkippen. So, und jetzt fülle ich mir das Crystal Clear hier rein. Ich muss gucken, dass ich im Bild bin, ne? Und dann natürlich nicht so ganz bis zum Rand hoch, weil das in dem Moment, wenn ihr das drauf setzt, den Nagel, dann nehme ich ihn mir hier von meinem Ding runter, drehe mir um. Letztes Mal habe ich das ja praktisch direkt auf den Nagel gemacht, das kann ich natürlich auch machen. Und das habe ich eins vergessen. Und setze ihn mir... hier einfach drauf, drücke ihn etwas an, vor allen Dingen hinten. Halte ihn einen Moment fest, quillt jetzt sowieso ein bisschen unten raus, das macht aber nichts. Was eventuell rausgekommen ist, hole ich mir an der Seite ein bisschen weg. Wir machen den mal einmal eben fertig. Dafür warte noch mal, bis er richtig schön fest ist. So. Wenn die Kamera das verdammte Kissen noch mal einfangen würde, der Nagel ist fertig. So,
Ich zeige euch das jetzt nochmal an diesen anderen hier. Das heißt, die mache ich ja jetzt eigentlich alle zeitgleich fertig. Das heißt, ich nehme mir einfach nur mein Clear. Ihr könnt natürlich ein anderes Clear nehmen, sage ich jetzt mal. Und irgendwie bin ich jetzt gerade... Einmal hier so ein bisschen Glitzer runternehmen. So. Denn... hole ich mir mein, wo ist er denn da, mein Pinsel, trage mir das hier drin auf und wie gesagt die beiden Komponenten jetzt hier mit Acryl und dem hier, weil das Crystal Clear auch sehr hart ist, von so her sollte das passen. Ich habe das zwar in dieser Kombination auch noch nicht ausprobiert, aber mache mir jetzt hier quasi überall was rein. Das ist ja im Grunde genommen nur so eine Klebschicht, mehr ist das nicht. Man könnte es sich sicherlich auch komplett mit dem, wie sagt man, mit dem Clear, sag ich mal, mit dem Liquid, sag ich mal, auch mischen mit dem Powder, aber ich will das jetzt hier praktisch nur zum Befestigen einfach nehmen und habe dann quasi alle schon fertig. Dann versiegele ich oben noch, damit die Farbe schön rauskommt, ja, und bin fertig. Ich habe natürlich auch noch so Mini Perlchen da. Auch das ist natürlich möglich. Da können wir gleich noch mal ein Muster mitmachen. Ja, so, ich glaube, ich habe jetzt überall was. Komm mal hierher. Auch verschiedene Farben. Mit dem Ringfinger, warte mal, das ist der große. Das ist, glaube ich, der dahin gehört. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich hier die Nägel nicht durcheinander kriege. So, es geht natürlich auch mit solchen Sachen jetzt hier, ne? Das sind aber eher so Spiegelpailletten, sage ich jetzt mal. Probiert es einfach mal. Macht euch einfach Musternagel. Und dann seht ihr ja auch, dass das in eins auch übereinstimmt hier, was ich hier mache, ne? So, man kann sicherlich auch so Halbperlen mit einarbeiten unten drunter. Das sieht vielleicht 3D-mäßig ganz witzig aus. Das werde ich aber am Mustertipp erstmal noch ausprobieren. Ich habe hier noch was mit Gold, aber das will ich eigentlich nicht. Das gibt es auch mit Schwarz, das Glitter. Das sieht bestimmt auch mega aus. Ich bin sogar versucht, den Ringfinger als Schmuckfinger zu machen. Das, obwohl es ja eigentlich alles Schmuckfinger, meine Güte nochmal. So, das müsste, dann nehme ich mal den mit dem. Mache hier überall schön Glitter rein. Dann machen wir mal den Ringfinger extra als mit einer anderen Farbe. So, überall schön Glitter rein. Den putze ich mir gleich noch ab. Dann mache ich mir den Rand noch mal ein bisschen sauber. So, dann kann der nämlich schon mal zum Aushärten rein. Jetzt muss ich die nur mal richtig positionieren. Und dann muss ich mir das mal eben hier so ein bisschen abdecken. So, pass mal auf. Und die andere Hand mache ich ja gleich auch noch.
mal das Video jetzt auch nicht zu kurz machen, aber die ganze Runterholerei, das dauert natürlich dann bei dem auch ein bisschen. So, inzwischen mache ich mir noch mal die fertig hier mit dem Blauen. Und das geht ja eigentlich auch recht fix. Ich hoffe, ich konnte euch wieder eine Idee geben damit. Das ist auch überall schön glittermäßig hier. Dass sie schön flach drinnen liegen, die Pailletten. Aber ich finde die Farbe so mega schick. Und wie gesagt, es passt ja jetzt auch wunderbar in den Winter von der Farbe her. Glaube, die habe ich jetzt soweit gut vorbereitet. Hier muss ich mir noch mal ein bisschen was zurechtziehen. Hier muss mein Pinsel. So, hier auch. Okay, mit dem mal raus. Die stellen wir mal da rein. So, das muss ich nur, weil die jetzt wieder erhöht stehen, mir meine Lampe mal wieder klein bisschen hinten hoch machen. Moment, ich muss mal ein bisschen basteln hier. Nimm mal meine Glitterflasche, dass das nur ein bisschen höher steht. So. Und dann kann das mal eben aushärten da. So. So, dann mache ich den Deckel. Wo habe ich den übrigens? Da. Weil ich habe ja ein seltenes Talent, das wisst ihr ja, ne? Ich glitzer hier schon wieder ohne Ende. So. Da passiert natürlich nicht mehr viel. Und das müsste nämlich jetzt der richtige sein. Den Finger. Ja, das sehe ich so schon. So, ein bisschen Platz machen hier. So, ich mache da noch mal vorsichtshalber 30 nach, weil die ein bisschen erhöhter in der Lampe stehen. So, jetzt hole ich mir mal das wieder hierher. Viel drin, ne? Bin gleich wieder da. Ach nee, ich habe ja hier was stehen. So, viel brauche ich da nicht. So. Diesmal mache ich das mal direkt auf den Nagel.
Dann sehe ich nämlich wenigstens auch, was ich tue. Mit den vorher noch mal ein bisschen feucht. So. Setze ich mir den auf. Gerade da drauf sitzt. Diesmal hinten gut drücken. Hier ist gar nicht viel, es ist nur hier an der Seite ein bisschen was. Also hier sitzt da jetzt gut. Ich hoffe, ich bin hier im Bild. Genau. Ich kann das nämlich mal eben. Ja, das sieht doch, ich möchte dieses Wort nicht aussprechen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt hole ich mir meine anderen drei da raus. Das ist definitiv hier der Daumen. So, dann ist das nämlich, glaube ich, hier, warte mal, das ist mein Pinsel. Das ist der hier, genau. So, und das ist nämlich, dann kann ich den nämlich auch gleich schön gerade aufsetzen hier. Genau. Ja. Dann können wir das gleich als Hilfsmittel nehmen. Das ist gut. So. Dann Tunki Tunki. Ich pinsel mir die vorher noch mal ein. Das war natürlich jetzt so. Noch mal. Dann auch im Grunde genommen nicht viel, weil der Tunnel ja schon in den Tipps drin ist, nicht? So, jetzt drehe ich mir den gleich um, setze mir den quasi richtig drauf. Kann der mal einen Moment anziehen. Ja, das kann ich gleich machen. Das klappt dann nämlich auch mit der Menge besser, wenn man es einfach ein bisschen besser unter Kontrolle hat. Ne? Also so mache ich das auf jeden Fall.
was. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Ah, das mache ich gleich. So. Ja, wunderbar. Dann können wir das mit dem auch schon wieder machen hier. Könnte sogar schon ein bisschen zu viel sein. Hier geblieben. Dussel. Ja, der kann noch mal einen kleinen Moment anziehen. So. So. Den muss ich mir mal eben abziehen hier so. Nochmal. So. Wo habe ich Ach, da. So. Und der kann sich auch mal, Moment, den pinche ich jetzt noch mal ein bisschen nach. Der ist schon schön fest hier, ja. Wunderbar.
Muss man natürlich immer ein klein bisschen warten, das ist klar, ne? Aber die lasse ich jetzt noch mal ein bisschen nachtrocknen. Jetzt mache ich mir, jetzt habe ich hier natürlich, hier habe ich das Acryl natürlich, das ist jetzt vorhin ja ein bisschen untergelaufen. Ich mache mir natürlich auch gleich noch meine andere Hand, logischerweise. So, die brauche ich nachher gleich noch für die anderen Tipps. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das geht. Die mache ich mir mal eben einmal. Die brauche ich gleich nochmal wieder. Weil ich ja erstmal die eine Hand fertig machen will. Und hier unten drunter haben wir ja jetzt noch das lose Puder. Aber ich musste mir natürlich jetzt erstmal einmal. Ah, jetzt ist das weg. Das nur so eine kleine Mini-Ecke hier. Da können wir ja auf jeden Fall schon mal dran feilen. Und natürlich immer so gucken, weil wenn man so guckt, macht man sie schnell schief. Ich glaube, das ist auch genau die richtige Länge, die ich brauche. So, das muss ich, bei dem muss ich immer mal gucken hier. Jetzt kommen wir nämlich gleich schon zum krönenden Abschluss. Unten drunter natürlich immer ganz vorsichtig sein, weil ihr ja das Glitter darunter gemacht habt, nicht? Es geht hier auch wirklich nur um den Rand. Ja. Gut arbeiten. Die Form gefällt mir so. Bist du auch schon fest? Ja. Also ich habe jetzt hier auch ein Liquid Schnelltrocknendes genommen. Und ich mache nämlich dann gleich nicht doch die andere Hand. Ich werde das als Bild auch vorne mit reinnehmen, sage ich jetzt mal. Aber was ich gleich noch machen werde, damit mir das Glitter unten drunter geschützt ist, hier habe ich natürlich vorhin so ein bisschen rumgematscht, das merke ich hier an der Seite. Ja. Aber sonst so gefällt mir die Form eigentlich. Ja. Das ist so, wie ich sie immer trage. Deswegen hatte ich sie mir nämlich auch gleich ein bisschen gekürzt, weil sonst muss man nachher einfach auch zu viel feilen. Und das wollte ich natürlich jetzt auch nicht. So, einmal entstauben. Hier hängt noch so ein, das merke ich richtig, ein bisschen Acryl rum. Kriege ich
das nicht irgendwie. Warte mal. Das will ich nicht da unter haben. Da brauche ich mal eben meinen Spezialbohrer. Das sieht hier sowieso schon schlimm genug aus jetzt hier. Nehme ich einfach nur mal ein bisschen weg hier. Ich muss das mal eben hier in meinem Sichtfeld machen. Und so, meine Lieben, da bin ich wieder. So, ich habe die Hand jetzt eben auch noch mal gemacht. Versiegel die mir jetzt noch mal. Ich habe hier ein klein bisschen das Fenster auf, also wundert euch nicht, weil ich ja jetzt hier mit Liquid in Gange gewesen bin. Und dann lüfte ich immer ganz gerne, logischerweise. Und dann werde ich das mal testen, wie lange das hält, weil das ja jetzt eine Kombination ist. Weiß man ja nie, aber ich teste ja solche Sachen immer ganz gerne mal aus. Und wenn es nicht hält oder nicht lange hält oder wie auch immer, dann berichte ich euch davon. Das war jetzt ein Versuch, aber das Ergebnis finde ich wunderbar. Ich bin jetzt hier vorne auch noch mal schön Rand mit versiegeln. Bei der Hand habe ich jetzt gemacht, dass ich das Glitter praktisch so wie vorhin auch gemacht habe und dann aber noch mal mit dem Crystal Clear noch mal übergegangen bin, so dass ich vorne die Spitze nämlich jetzt nicht noch mal extra machen muss. Ich gehe jetzt hier nur noch mal so ein bisschen mit Versiegler unten drunter. So. Ja. Und dann habe ich fertig. So, das geht jetzt noch mal in die Lampe. Und dann wollen wir das mal testen, ob das hält. Aber so sieht das doch schon mal mega klasse aus, oder? Schalte mal scharf. Wir machen das gleich mal. Da jetzt. Sieht natürlich mega genial aus, ne? Ja, was man immer alles so für Ideen hat. Aber ich muss euch ja immer auch mal wieder was Neues zeigen. Da manchmal sieht man ja irgendwo was und sagt, hm. Und das hier, ich denke, ach, den Glitter, diese Pailletten, und die benutze ich so wenig, weil dann muss man sie oben drüber und dann muss man sie nochmal versiegeln und hast du nicht gesehen. Und ja, jetzt werde ich aber nochmal, also oben sind sie gut. Unten mache ich jetzt noch mal 30 Sekunden. Hallo, 30 Sekunden habe ich gesagt. So. Unten noch mal versiegeln. Ja. Also Steinchen oder sowas braucht man da nicht mehr drauf zu setzen. Das ist natürlich Glitzer pur. Da habe ich noch so eine kleine Ecke hier. Da gehe ich mir gleich noch mal mit der Feile längs. Aber ansonsten finde ich das natürlich mega krass. Ihr könnt mir ja, wie immer, auch mal mitteilen, was ihr davon haltet. Sieht das nicht mega klasse aus?
Ich bin total hin und weg, muss ich ehrlich sagen. Funkeln pur. Und sieht trotzdem edel aus, findet ihr nicht auch? Wenn ich mir jetzt noch die Hände eincreme. Herrlich. Ein bisschen, ich wollte schon sagen Sauerstoff, aber im Moment sind die Hände sowieso so mega trocken, ne? Dann bin ich vorhin durch das Ablösen und so, dann ist ja auch viel Staub und also ich wasche die mir jetzt auch gleich nochmal. Ich lasse das jetzt mal eben einziehen und aber so fühlen die sich natürlich schon mal wieder mega genial an. Was ein bisschen Feuchtigkeitsbutter alles bringt, ne? Quietsch, quietsch, quietsch. Der Glanz ist da. Ich finde das mega genial. Was sagt ihr dazu? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ja, Mann, gut, dass keiner weiß. Aber jetzt habe ich es euch gezeigt. Bis dann, meine Süßen. Tschüss.